Hallo zusammen, wir spielen Dawn of Man und es hat sich einiges getan. Unsere Siedlung, ich habe sie umgebaut. Und zwar habe ich jetzt die alten Behausungen entfernt, habe diese gegen Strohhütten ersetzt. Das hat zwar einige Zeit gekostet, einigen Lehm, was ist denn jetzt hier los, Lehm gekostet. Und hier haben wir gerade ein gutes Beispiel, es passiert ständig irgendwas. Wie gerade eben, jetzt haben wir hier erstmal ein paar Höhlenbären mitten in unserer Siedlung. Das geht ja überhaupt nicht. Das heißt, wir werden mal alle Jäger hier mobilisieren und die Bären zur Strecke bringen. Hoffe ich zumindest. So, den einen haben wir und hier gibt es einen Angriff. Hier müssen wir handeln und da kommen uns die Hunde zur Hilfe. So, jetzt schauen wir mal. Wo ist der dritte abgeblieben? Und hier haben wir noch einen. So. Auch den jagen wir. Hier gehen wir mal in die Perspektive. Kamerafokussierung. Mal schauen, ob es ein paar tolle Szenen gibt, wenn die Speere geflogen kommen. Oh, schade. Jetzt haben wir genau dieses Messer drüber. So. Das gibt Pelz. Und Fleisch. Das heißt, dass das nicht wieder vorkommt, werde ich hier ebenfalls noch ein Jagdgebiet einrichten. Nicht genügend Platz in Stelle. Das machen wir noch. Höhlenbärangriff, das hatten wir. Und jetzt habe ich aus Versehen die neue Nachricht weggeklickt. Arbeitsgebiet. Jagen. So, das tun wir jetzt hier einrichten. Das heißt, alles, was in den Bereich kommt, wird zur Jagd freigegeben. Ebenso habe ich jetzt hier noch ein Jagdgebiet. Was ist hier los? An Altersschwäche einer gestorben. Gut. Okay, ebenso habe ich jetzt an den Flüssen jeweils ein Fischfanggebiet und ein Gebiet für Lehm extrahieren. Haben wir jetzt hier drüben. Weiter flussaufwärts und flussabwärts haben wir das ebenfalls noch. Und ein Problem, was ich jetzt noch habe, unser Feuerstein. Der geht zur Neige. Ja, nicht genügend Platz. Okay, dann machen wir das mal. Dann bauen wir jetzt erstmal einen Stall. Wir müssen jetzt aber schauen, wir sind 39 Einwohner in unserem Dörfchen. Die haben natürlich viel Hunger. Müssen wir aufpassen, dass wir hier immer reichlich getrockneten Fisch und Fleisch auf Lager haben. So, bauen, Lager, Getreidespeicher, Lagerhütte. Wohnhaus, Ställe, hier. So, wir brauchen 8 Lehm, 4 Stroh und Stöckern Holz haben wir. So, Lehm haben wir 20 und Stroh 52. Das sieht gut aus. Ne? Bauen wir mal einen Stall. Ich würde sagen, stellen wir jetzt hier mit her. Oder? Passt doch nicht. Dann tun wir hier ja. Ja, Dorfzentrum wollte ich freilassen. Ich würde sagen, hier die beiden Feuer, die werden wir jetzt noch umrücken. Das heißt, wir bauen die neu, reißen die ab. So, Produktion, Feuerstelle. So. Die verwerten wir wieder. Das gibt Materialien zurück. So, nicht genügend Platz. Den
Sturm kommt. Aber den Sturm hat bisher eigentlich ja noch keinen Schaden angerichtet, außer es gab mal einen Blitzeinschlag. Aber ansonsten war das mit dem Sturm immer okay. So, was hat denn er hier für Probleme? Die Moral, okay. Ich habe nämlich viele Pfähle hier entfernt, viele Totems. Hier hätten wir noch ein Dorfzentrum, haben wir ein und hier haben wir noch ein. Okay, nee, das sollte kein Problem sein. Ja, dann hatte ich noch einen oder eine Lagerhütte gebaut. Und habe jetzt zwei von den Zelten abgerissen. Das werden wir jetzt auch noch abreißen und bauen hier hinten noch eine zweite Lagerhütte hin. Oder wir... Ne, hier nicht. Ich will nicht alles so eng beieinander quetschen. Was ist denn mit ihm los hier? Ist ja die Moral völlig im Keller. Der Händler ist gekommen. Aber der Händler, der interessiert mich momentan nicht. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass es den Leuten gut geht. An Altersschwäche gestorben. Unser Stall ist in Arbeit. Okay, und wenn der fertig ist, dann können wir mit dem Lagerschuppen nochmal anfangen. Lagerhütte und Getreidespeicher. Ja, finde ich eigentlich eine schöne Funktion mit der schnellen Spielgeschwindigkeit, gerade wenn man baut. Was war das? Unser Hund hat aufgejault. Er ist gestorben. Ein altes Männchen. So, was haben wir denn im Stall drin? Tierlimits. Alles unendlich? Okay. Ja, der Schlitten, das ist auch so eine tolle Sache. Da habe ich, glaube ich, 3 Stück davon gebaut. Oder 4. 3, 4 Stück. Da machen die halt los. Hier sehen wir es wieder. Wo so hin? Ist gerade einer mit dem Schlitten vorbeigekommen. Ja, so gefällt mir unser Dörfchen. Ringsrum die Häuser. In der Mitte so ein kleines Dorfzentrum. Hier haben wir noch die Mörser, den Gerber. Die Feuer, ich glaube, das Feuer, das können wir hier wegmachen. Ich dachte, die tun jetzt mehr sich ans Feuer setzen, dass wir 3 Stück brauchen, aber hier brennt ja mal gerade mal 1. So, der nächste hat Altersschwäche gestorben, aber wir werden auch immer mehr. Wir haben jetzt eine Bevölkerung, 42 von 44. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das nicht zu viel werden. Punkte haben wir schon ordentlich angesammelt. 27. Also die Moral, da muss ich unbedingt noch was machen, um das in den Griff zu bekommen. Wir bauen. Wir können... Ja, Totems. Hinkelstein. Wartet mal, wir können ja mal Punkte freischalten. Wo sind wir denn?
Hier, Steinkreis, Hinkelstein, das schalten wir jetzt frei, dass wir die bauen können. Dann Schaf, Domestizierung. Was haben wir hier? Können wir Banner, Ausstatter, Weber, Netzherstellung, Wollstoff, Leinstoff. Brauchen wir das schon? Hier können wir Brücken. Brücken wäre jetzt auch... auch toll. Könnten wir auch schon in die Kupferzeit gehen, sehe ich gerade. Aber wir schalten alles frei. Können Brunnen graben. Brauchen wir einen Brunnen? Brunnen brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir siedeln direkt neben dem Fluss. Esel. Esel-Dominizierung, das nehmen wir. Die können dann den Schlitten ziehen. Würde ich meinen. Linsen, Erbsen. Das heißt neue Felder. Das machen wir auch mal. Eieiei, was ist denn jetzt los hier? Wir haben keine Feuersteine. Pfahlherstellung? Okay. Schauen wir mal. Bauen. Transport. Können wir jetzt Brücken? Brücken. Das ist eine tolle Sache. So eine Brücke. Was kostet denn die jetzt eigentlich? Ich tue einfach mal bestätigen. Dann hätten wir hier schon mal eine Brücke. Das ist viel wert. Und Feuersteine. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Das heißt, Produktion, Feuersteinmine. Hier an dem Berg, hier hatte ich schon eine Mine gebaut. Oder hier war die. Die ist Räuberangriff. Die ist erschöpft. Ich habe jetzt erstmal Pause gedrückt. Aber hier an dem Berg war noch zwei. Oh komm. Hier sehen wir sie. Hier haben wir sie. Ja, die sind erschöpft. Wir können aber noch mal eine Mine draufsetzen. Um dann wieder Feuerstein abzubauen. So, die Räuber. Die Räuber. Da kommen sie schon. Okay. Würde ich sagen, hier, alle Mann. Alle Mann. Wo schlagen wir sie denn? Ich würde sagen, direkt, wenn sie über den Fluss kommen. Wir versammeln uns jetzt hier. Das nimmt kein gutes Ende für die Räuber. Wo wollen sie hin? Hier vorne kommen sie rüber. Ah, hier sehen wir, ist auch eine seichte Stelle. So, wie ist der Stand der Dinge? Räuber getötet 2. Und einer von unserem wurde von einem Räuber umgebracht. Na gut. Aber... da freuen sie sich. So, Feuerstein. Da müssen wir natürlich jetzt auch das Gebiet noch kennzeichnen, dass sie ihr Feuerstein holen sollen. Warte, das machen wir... Feuerstein, das machen wir einfach. So. Was ist hier für ein Auflauf? Urzeitliches Bison. Ja, Mammuts müssen doch auch mal irgendwann kommen. Jedenfalls sieht man die immer auf dem Ladebildschirm, aber einen Mammut habe ich hier noch nie gesehen. Der Händler ist gekommen. So, wir haben Fleisch, Fisch,
Mehl, Brot, Wasser, rohe Haut, getrocknete Haut, Leder. Sieht gar nicht so schlecht aus. So, Getreidefelder. Eigentlich ist die Brücke hier total Quatsch, was wir hier gebaut haben. Weil hier haben wir ja einen Übergang. Den hatte ich vorher gar nicht gesehen. Ja, so. Die Brücke brechen wir ab. Wir schauen mal. Feuerstein fehlt. So, Wohnhaus. Stall haben wir gebaut. Da sind wir auf dem aktuellen Stand. Auch hier. Getreidespeicher haben wir 2 Stück. Lagerhütte haben wir 2 Stück. Produktion. Das haben wir auch ebenfalls alles gebaut. Gerber, Mörser, Feuersteinmine. Und ja, jetzt ein Steinkreis. Brauchen wir 6 Winkelsteine. Ein stehender Megalith. Megalith haben wir doch hier zum Abbauen. Ja, macht er einen guten Eindruck. Hier schön auf der Ecke. Doch hier. Ne, hier kommen die Räuber her. Das gefällt mir da nicht. Auch da setzen wir einen hin. Jetzt werden wir das hier abbauen. Und dann schauen wir, ob die Moral wieder nach unten fällt. Momentan scheint es ja ganz okay zu sein. Alles in Ordnung hier in unserem Dörfchen. Ach, seht ihr, was wir noch bauen können, ist Abwehrmaßnahmen. Defensive Aussichtstürme. So, hier ist der Übergang. Wo ist er denn? Hier. Dann werden wir hier jetzt einen herbauen. Dann werden wir hier einen herbauen. Weil von hinten sind sie auch schon gekommen. Und dann bauen wir noch zum Schutz. Hier noch einen hin. Ob das jetzt sinnig ist, das sehen wir später. Ich denke mal, später werden wir auch noch eine richtige Holzbarrikade ringsrum bauen. Er sammelt Stöcke. Der gute Mann. So, Tannin, Stein. Ich glaube, Stein haben wir genug. Ja, dann müssten wir uns mal langsam an das Zähmen von Tieren machen. Wir brauchen jetzt einen Esel. Scharfe Ziegen können wir zähmen. Na, ich überlege gerade, ob wir uns hier noch ein bisschen weiter ausbreiten. Hier die schönen Bäumchen, die lassen wir stehen.
Ja, wenn wir eine Schutzmauer ziehen, dann könnten wir die direkt hier am Fluss ziehen. Ja, müssen wir. Wir müssen einfach mal sehen. Bisher waren ja die Angriffe, ich sag mal, ziemlich leicht abzuwehren. So, unser Stall. Was haben wir hier drin? Wasser haben wir drin. So, bauen, Produktion. Was macht unser Hinkelstein? Da ist noch ein Bau. Bereite für Transport vor. Aha. Ich verstehe. Das ist jeweils ein Stein hier, den wir aus dem Brocken rausschlagen. Und den müssen wir jetzt für den Transport vorbereiten mit einem Holz. Quatsch. Drei Holzscheiden und drei Leder. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Wenn die den hier abtransportieren, das schauen wir uns genauer an. So, drei Holzscheide. Haben wir gar keine auf Lager. Das heißt, haben wir zu wenig Bäume gefällt. Ein neuer Mensch wurde geboren. So. Der hat Holz geladen. Wo will er hin damit? Wo will er hin? Wo will denn der hin? Ach, zur Feuersteinmine. Ach, die muss auch noch gebaut werden. Ja, na, dann müssen wir ein bisschen mehr Holz hacken hier. Schöne. Der schöne Birnbaum, der hat auch noch Früchte getragen. Ja, diese Minen, das hatte ich nicht bedacht. Ausstehend. Moment, die tun wir erstmal hier abbrechen. Hier wollen wir keine haben. Die zwei Minen. Die sieht fertig aus, die ist fertig. Und hier fehlen noch zwei Holzscheide. So, Operation Hinkelstein. Wie sieht es denn damit aus? Hier geht es auch voran. Ziege. Warte mal, die können wir... Geht nicht. Warte mal, er kann es nicht. Zähmen. Ach, wir kannten das mal. Hier, ihr zwei. Ziegen. Können wir noch keine Ziegen zähmen? Nee. Warte mal, das ist doch schon unsere dann. Ach. Das ist schon unsere Ziege. Warum wurde die jetzt nicht im Stall angezeigt? Sehr merkwürdig. Platz für ein Tier.
Das sieht schön aus. Operation Hinkelstein. Was machen sie denn hier? Schieb! Ganz alleine, keiner hilft ihm. Was ist denn hier los? Habt ihr das gesehen? Selbst die Frauen machen hier mit, das müssen wir uns. Ich würde so gerne hier ein schönes Bildchen machen. Oh, guckt, einer nach dem anderen kommt hier. Das ist Teamwork. Das sind so richtig Highlights, was so ein Spiel ausmacht. Was man halt nirgendwo anders so gesehen hat. Dass die Leute wirklich so zusammenarbeiten. Vor allen Dingen, dass man Hinkelsteine abbauen kann. Sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. So, ihr müsst bedenken, das ist vierfache Geschwindigkeit jetzt. Oh, was ist hier los? Alter Mann? Tot. Alter Mann ist tot. Auch im Winter hier, schön zu sehen, die ganzen Bäume haben komplett ihr Laub verloren. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Der Hinkelstein steht, so ein kleines Highlight für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!